Meine Assoziation zur Impfpflicht ist ein Kind, dessen Eltern sich weigern, das Kind impfen zu lassen, bekommen Besuch von der Polizei, das Kind wird ihnen entzogen und wird in ein Gesundheitsamt gebracht und dort wird eine Pflichtimpfung durchgeführt. Impfungen gegen gefährliche Infektionskrankheiten zählen zu den größten Errungenschaften in der Geschichte der Medizin. Infektionskrankheiten galten sehr lange zu Recht als Geißeln der Menschheit. Und die globalen Erfolge gegen die ausgerotteten Pocken und gegen die Kinderlähmung zeigen, Schutzimpfungen sind ein wirkungsvolles und kostengünstiges Mittel, um sich und andere vorbeugend vor vermeidbaren Ansteckungen zu schützen. Und der Entwurf des Masernschutzgesetzes greift den Handlungsbedarf auf und setzt Schritte der Vorjahre konsequent um. Ich will auch darauf aufmerksam machen, dass wir ja nicht am Anfang aller Bemühungen stehen, sondern mit dem Präventionsgesetz haben wir 2015 den Impfschutz schon einmal gestärkt. Seitdem müssen Ärztinnen und Ärzte bei allen Untersuchungen für alle Altersgruppen den Impfschutz überprüfen und auf Mängel hinweisen. Die Kita-Aufnahme ist seither an eine ärztliche Impfberatung geknüpft und der nationale Aktionsplan zur Elimination von Masern und Röteln 2015 bis 2020 ergänzt diese Maßnahmen in allen Altersgruppen. Und deswegen ist ja die Ansage, man würde sich sonst um nichts kümmern, nicht wahr. Ob wir jetzt tatsächlich eine Impfpflicht einführen oder ob das eine Impfnachweispflicht ist, muss man auch vor dem Hintergrund des Verfassungsrechts natürlich noch mal genau überlegen. Meine Assoziation zur Impfpflicht ist, ein Kind, dessen Eltern sich weigern, das Kind impfen zu lassen, bekommen Besuch von der Polizei, das Kind wird ihnen entzogen und wird in ein Gesundheitsamt gebracht und dort wird eine Pflichtimpfung durchgeführt. Das ist nirgendwo in diesem Gesetzentwurf vorgesehen und genauso wenig ist vorgesehen, dass die Weigerung der Impfung dazu führt, dass man die Schulpflicht außer Kraft setzen kann. Aber was vorgesehen ist, ist, dass jeder, der sich ohne die Maserninfektion gehabt zu haben, in eine Kindertagesstätte hineinbegeben will, ob als Kind oder als dort Beschäftigter, nachweisen muss, dass die Impfung erfolgt ist. Und genauso ist es bei den Schulen, ohne die Konsequenz, dass man die Schule nicht mehr besuchen kann, aber mit der Konsequenz, dass man ein Bußgeld bezahlen muss, wenn man nicht geimpft ist. Und in der Abwägung der Eingriffstiefe halte ich das für verfassungsrechtlich vertretbar. Und ich glaube, es ist auch geboten angesichts der Tatsache, dass man sonst, und die milderen Mittel sind alle schon versucht worden in Deutschland, dass man sonst ein Risiko für die darstellt, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Ob der Terminus Herdenschutz schön ist, weiß ich nicht. Ich sage da lieber Gemeinschaftsschutz für. Und es geht darum, Kollege dass, Henke, ja? Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP-Fraktion? Ja. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Frage zulassen. Ihr Kollege Pilsinger hatte gerade sich dahingehend ausgelassen, dass er meint, es wäre sogar eine Titerbestimmung sinnvoll einzuführen. Was halten Sie davon? Es sind erhebliche Kosten damit verbunden und ein weiterer Eingriff. Für einen Titer muss sich ja Blut abnehmen. Was halten Sie von so einer Titerbestimmung oder einer Pflicht zur Titerbestimmung? Also ich glaube, es ging bei der Titerbestimmung, Herrn Pilsinger, um die Frage, ob es möglich ist, dass die Impfnachweispflicht durch Fehlbescheinigungen zu umgehen. Und da würden wir bei Ärztinnen und Ärzten in Deutschland
aufgrund der starken Berufsüberwachung, die wir haben, mit Sanktionen bis hin zum Ausschluss von der Ausübung des Berufs rechnen müssen. Doch, wenn eine Fehldokumentation erfolgt, dann ist das eine Falschbeurkundung. Und eine solche Falschbeurkundung hat strafrechtliche Konsequenzen in Deutschland und sie hat berufsrechtliche Konsequenzen in Deutschland. Und das können wir bei im Ausland durchgeführten Impfungen nicht sicherstellen. Und ich glaube, seine Frage geht dahin, ob man dann darüber diskutieren muss, ob eine Titerbestimmung in solchen Fällen dann hinzunehmen sei. Darum ging es. Und in der Tat, das ist natürlich mit einer nochmaligen Maßnahme, nämlich mit der Blutentnahme verbunden. Und deswegen muss auch die abgewogen werden. Und es ist natürlich auch mit einer Kostenfrage verbunden. Und das werden wir ja in der Anhörung in der nächsten Woche sehr sorgfältig tun können. Und deswegen ist das gut, dass diese Themen auch jetzt angesprochen werden. Aber lassen Sie mich noch mal zurückkommen auf den für mich zentralen Punkt. Vielen Dank. Also bin jetzt mit der Antwort auf Ihre Frage fertig. Lassen Sie mich noch mal auf den zentralen Punkt kommen, der darin besteht, dass die Impfung ein kleiner Nachteil, eine kleine Belästigung darstellt, die einen großen Vorteil für die Menschen darstellt, die selbst nicht geimpft werden dürfen und sonst schutzlos der Infektion mit einer Krankheit ausgesetzt wären, die sie das Leben kosten kann. Und ich glaube, in dieser Abwägung ist die Intention und auch der Ansatz, den der Minister gewählt hat, richtig. Und wir werden uns natürlich darüber unterhalten müssen, ob über die Berufsausübenden, die geimpft werden, das sind ja auch 20, 30, 50-Jährige, ob über die hinaus weitere Aktionen möglich sind, die die 20- bis 50-Jährigen erreichen. Ich bin sicher, dass wir bei der guten Ausgangslage der Einlassung aus den Fraktionen... Können Sie das bitte jetzt auf die Anhörung verschieben und die Ausschussbefassung und einen Punkt setzen? Ich bin sicher, dass wir nach der Anhörung dann zu einem guten und mit breiter Mehrheit versehbaren Gesetzentwurf kommen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit.